Diese Sendung wird Ihnen präsentiert vom offiziellen Versicherer der Deutschen Olympiamannschaft, Zürich. Immer mehr Sportlerinnen und Sportler feiern jeden Abend im Deutschen Haus. Sie haben ihre Wettkämpfe bereits hinter sich. Sehr erfolgreich oder nicht ganz so, hier können Sie sich über Ihre olympischen Erfahrungen austauschen. Das Personal hat alle Hände voll zu tun. 100 Flaschen Sekt, 300 Flaschen Wein und 750 Liter Bier gehen jeden Abend für die rund 1000 Gäste über die Theke. Die Highlights des Tages am Sonntag ohne deutsche Beteiligung. Das Wimbledon-Finale zwischen dem Briten Andy Murray und Roger Federer zum Beispiel. Ich fand sensationell, super Stimmung. War natürlich überrascht, dass Murray so klar gewonnen hat in drei Sätzen. Aber für die Stimmung war es das Beste, für die Briten war es ein super Erlebnis und für mich natürlich auch. Ein super Erlebnis live im Stadion. Darauf können sich auch diese beiden freuen. Sie gewinnen zwei Karten beim Fanfest direkt neben dem Deutschen Haus für die Turnfinals. Und dann um 10 vor 10 englischer Zeit der 100 Meter Endlauf. Usain Bolt unwiderstehlich, 9,63 Sekunden, von wegen Wachablösung. Ehrengast heute Abend im Deutschen Haus, Verteidigungsminister Thomas de Maizière. Er kann sich nur mit den Fechtern freuen, die einzige deutsche Medaille, die farblich auch ganz anders hätte aussehen können. Dadurch, dass uns leider das Finale ein bisschen geklaut worden ist durch strittige Kampfrichterentscheidungen im Halbfinale, wir hätten eigentlich im Finale stehen müssen. Aber gut, wir haben uns mit dem Team Norwegen zusammengerissen und dann die Bronzemedaille gewonnen und ich denke, in ein paar Tagen freuen wir uns auch riesig über die Bronzemedaille. Am Wochenende nur zwei Medaillen für Deutschland. Auch die Reiter sind schon früh raus. Jetzt liegen die Hoffnungen auf den starken Kanuten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom offiziellen Versicherer der Deutschen Olympiamannschaft, Zürich.